Wo kommt das Schiff jetzt hin? Das Schiff fährt nach Rio, aber erst geht's nach Kassel. Und nächste Woche wird es dann dort in einen Container verschifft und geht dann nach Hamburg und dann nach Rio de Janeiro. Das steht für die Überreise von den Gedanken und den Projekten hier aus Deutschland nach Brasilien und natürlich auch sinnbildlich für damals die Überreise von Hans Staden nach Brasilien, die er gemacht hat. Das ist ja was von uns nach Brasilien kommt und das ist ja ein internationales Projekt. Und insofern finden wir das sehr, sehr gut und wir kriegen das ja zurück mit vielen anderen Produkten aus Brasilien. Und wir freuen uns da schon sehr drauf. Also sind gespannt, was dann mit zurückkommt. Das große Oberthema Hans Staden und das jeweilige andere Land, also für uns Brasilien. Und dazu sind ganz vielfältige Arbeiten, vor allem im Kunstunterricht entstanden, aber auch in anderen Kursen wie darstellendes Spiel, Politik und Wirtschaft, Musik. Wir haben gearbeitet von der 5 bis zur 13 in verschiedensten Arbeitsgruppen und eben auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Dass jetzt wirklich alles in diesem LKW verladen ist, das freut mich. Unglaublich warm und ich freue mich, die Leute kennenzulernen und zu sehen, wie die Schule aussieht und das alles ganz aufregend. Ich bin gespannt, wie es wird. Die Befürchtungen, die wir hatten durch, ich sag mal, Seewasser oder Feuchtigkeit, ist also nicht eingetreten. Absolut in Ordnung. Stabil hat die Hans Staden die große Überfahrt sehr gut überstanden. Ja. Es ist heil, es ist nichts kaputt gegangen und ich bin auch ein bisschen stolz, dass es jetzt hier in Rio ist. Also ich habe es ja nicht geglaubt, vor allem, dass es heute auch noch passieren würde. Die Arbeit der Kinder an der THS, die steht jetzt plötzlich hier. In diesem unglaublichen Ambiente mit diesen wunderschönen Palmen im Hintergrund. Das ist schon was ganz Besonderes, das muss man schon sagen. Ich bin ganz gespannt, ob das jetzt auch alles heile ist. Also wir wissen es ja noch nicht, wir haben ja nur die Pakete reingebracht und es steht jetzt alles in der Halle und muss noch ausgepackt werden. Also wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber ich glaube, das wird ganz gut. Also wir sind da alle ganz zuversichtlich. Also mir geht es jetzt echt wirklich super, nachdem wir jetzt auch das Schiff aufgebaut worden ist. Es ist der Wahnsinn und es sieht auch super aus zwischen den Palmen und alles. Ich glaube, das macht sich hier sogar einiges besser als zu Hause. Grob in die Mitte von dem hier. Jetzt sind wir so weit, dass ich der Ausstellung ganz zuversichtlich entgegenblicke. Wir haben einen super tollen Ausblick, es ist total schön hier. Gefällt uns echt gut, aber ich finde es sehr schade, dass man das Elend so deutlich sieht, weil die Leute haben hier nicht viel. Ich würde jetzt sagen, wenn jemand aus Deutschland, gerade aus gehobener Klasse, jetzt hier leben müsste, das wäre, glaube ich, jetzt nicht so möglich. Ich weiß nicht, würde der sich jetzt, glaube ich, nicht so wohlfühlen. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, die sind alle ganz freundlich und die haben trotzdem noch ihre Lebensfreude und die fühlen sich ganz wohl hier. Das so zu sehen und wirklich zu wissen, dass es nebenan 100 Meter weiter gleich Leute gibt, die einen Porsche vor der Tür stehen haben und da gibt es jetzt Leute, die wirklich sich Gedanken machen müssen, wie sie leben. Das ist ein bisschen schockierend. Auf der anderen Seite weiß man es ja vorher schon, man weiß ja, worauf man sich einlässt, aber trotzdem stellt man sich das so nicht vor.
viel Spaß mit der Ausstellung. Wir sind in der Mitte, das sind Samba-Tänzer. Ich bin glücklich, dass wir das alles geschafft haben, dass wir die Ausstellung zusammen bis hierhin gebracht haben. Interessant fand ich vor allem also dieser Rundgang mit euch auch und den Schülern, da also zu sehen, wie die Leute darauf reagieren, was ihnen einfällt dazu. Besonders gut gefällt mir natürlich die Favela, die Darstellung der Favela-Bauten, auch dann mit den Tänzern. Mir gefällt aber auch sehr gut die Darstellung der Parallelwelt. Wie lebt ein Mädchen in Brasilien auf der anderen Seite dann das Gleiche eben in Deutschland? Prost. Die Hansstaden sieht sowohl hier auf dem Homberger Marktplatz toll aus, als auch in Rio zwischen den Palmen. Ich mag Deutschland sehr doll, eine kleine Stadt, aber ist trotzdem sehr schön. Und dieses Projekt hier stattzufinden ist sehr schön. Ich bin stolz darauf, dass wir dieses Projekt machen können. Mädchen haben ja eigentlich alle dieselben Rollen. Im Wirtshaus bin ich halt keine Frau, sondern ich bin ein Kind im Gegensatz zu den anderen. Aber sonst halt auch eine Indianerin. Also ich spiele den Hansstaden, also ja, quasi die Hauptrolle. Die Hansstaden-Geschichte ist schon interessant zu sehen, wie der das alles erlebt hat. Bin ich mal gespannt, wie das so bei den Leuten ankommt. Eigentlich sind wir bereit, oder, für heute? Und die Lehrer neigen halt dazu, ein bisschen auszurasten, kurz vorm Ende. Ich denke mal, ich habe ein gutes Gefühl. Das wird's. Mal schauen. Das wird's. Hätte ich mir noch ein bisschen anders gewünscht, aber im Großen und Ganzen war das eine runde Sache. Ich wusste nicht, dass die Schüler es komponiert hatten. Und dann an das Ende, wenn er das gesagt hat, dass der Schüler haben das gemacht,
war ich so erstaunt, weil es war ganz gut. Es war mit so einem großen Engagement und Werfer gespielt, dass man wirklich sagen kann, das war wirklich phänomenal. Und ich habe es eigentlich wirklich nicht erwartet, dass das so gekommen ist. Die haben alles immer perfekt gespielt. Und ich glaube, dass mit Theater und Musik so der Zusammenhang war sehr schön. Die Geschichte von Hans Staden, die uns natürlich auch begleitet hat bis nach Rio und wieder zurück und die wahrscheinlich auch immer bei uns sein wird, ich glaube, das werden wir nie vergessen. Der Schulleiter findet den Abend großartig. Das ist ein würdiger und grandioser Abschluss von dem ganzen Projekt, was sich ja lange hingezogen hat. Und ich bin stolz auf die Schüler und auf meine Kolleginnen und Kollegen oder Ex-Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben das Beste draus gemacht, oder also besser kann man es gar nicht machen. Und eine tolle Sache und ein toller Abschluss.